Es hat sich angebahnt und nun kam auch die offizielle Meldung, Christian Streich hört nach dieser Saison als Trainer beim SC Freiburg auf. Nach 29 Trainerjahren beim Verein, die letzten zwölf davon als Cheftrainer, endet wirklich eine Ära und eine absolute Vereinslegende verlässt den Verein. Christian Streich hat den Verein geprägt in Höhen wie in Tiefen. Er übernahm damals mitten im Abstiegskampf in einer recht aussichtslosen Lage den Cheftrainerposten und konnte am Ende mit Spielern wie Matthias Kinder, die ja alle schon in der Jugend trainiert hatte, die Klasse halten. Danach stabilisierte er den Verein komplett, führte Freiburg das erste Mal nach Europa. Auch wenn es dann damals noch nicht so gut lief wie in den vergangenen beiden Jahren, war das ein absoluter Erfolg, der dann aber auch wieder von Tiefen gefolgt wurde. Man konnte zwar im nächsten Jahr die Klasse wieder halten, ist aber aber im folgejahr denklich unglücklich abgestiegen aber nichtsdestotrotz er ist geblieben man hat ihn weiter arbeiten lassen man ist durch die höhen logischerweise aber auch durch die tiefen gemeinsam gegangen und genau das macht den verein aus und hat es christian streich auch ermöglicht den verein wieder in ruhe nach oben zu führen aber das soll jetzt nicht heißen dass das nur funktioniert weil man ihn in ruhe arbeiten lässt und er eigentlich gar keinen druck hat so ist es nicht er ist dennoch ein herausragender trainer der meistens wirklich das Maximum aus dem Spielermaterial rausholt und mit seiner menschlichen Art vor allem in der Kommunikation mit den Spielern enorm wertvoll war und so auch Vereinslegenden wie Nils Pedersen hervorgebracht hat, der sich trotz Jokerrolle immer hinten angestellt hat und das Wohl des Vereins über seins gestellt hat. Und genau das Gleiche trifft aber auch auf Christian Streich zu, der jetzt einen Schlussstrich zieht. Das Ganze fühlt sich jetzt trotz des Bedauerns über das Aufhören seinerseits dennoch schon irgendwie nach einem runden Ende an. So hat er den Verein nach dem Wiederaufstieg wieder komplett stabilisiert, mehrfach die Klasse gehalten, Schritt für Schritt immer weiter verbessert, sodass man irgendwann tatsächlich zu einem Europaanwärter wurde und das auch konstant jetzt über drei Jahre oder so hinweg, wo man sich zuletzt auch wirklich sehr stark international präsentieren konnte, kam zwar nicht über das Achtelfinale in der Euroleague hinaus, dennoch waren das wirklich Achtungserfolge für diesen Verein, genauso wie das Erreichen des Pokalfinals 2018. 2022, was schon so mehr oder weniger das Highlight-Spiel in der Vereinsgeschichte ist. Man kann ihn natürlich auch für gewisse Punkte kritisieren, wie die teilweise späten Wechseln oder die kaum gegebene Rotation zwischen verschiedenen Spielen. Dennoch hat er bis heute Unglaubliches geleistet, ist mitverantwortlich für unglaubliche Spiele, auch in dieser Saison beispielsweise die magische Nacht gegen den RC Lons, wo man einen 2-0 Rückstand dreht, europäisch. Das war wirklich ein unglaubliches Spiel, ein unglaublicher Auftritt. Ich glaube, der Zeitpunkt für das Aufhören ist eigentlich perfekt gewählt, wenn man berücksichtigt, dass er jetzt schon mehrfach angedeutet hat, ähnlich wie Jürgen Klopp so ein bisschen an Energie zu verlieren. Und wenn das der Fall ist, glaube ich jetzt nicht, dass er noch zwei, drei weitere Saisons gemacht hätte. Und genau deshalb finde ich gut, dass man jetzt aufhört. Also gut ist natürlich relativ. Ich hätte natürlich noch gerne weitere zehn Jahre im Verein gesehen. Aber ich finde den Zeitpunkt jetzt deutlich besser, wie wenn er es in einem Jahr machen würde. Denn wenn wir jetzt mal auf die sportliche Ausgangslage aktuell noch schauen, so kann man sich entweder nochmal erneut europäisch qualifizieren, Conference League zum Beispiel, dann hätte man nächste Saison erneut eine Dreifachbelastung und da wird es dann, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn er ohnehin schon sagt, dass er nicht mehr unbedingt die Energie für das Traineramt hat. Andere Möglichkeit ist aktuell auch durchaus wahrscheinlich, dass man sich europäisch nicht qualifiziert und dann sehe ich schon auch so ein bisschen einen kleinen Kaderumbruch, beispielsweise Spiel wie ein Doran oder ein Schalai, da kann ich mir schon vorstellen, dass die gern europäisch spielen würden. Kann auch sein, dass sie bleiben, aber da wären Abgänge durchaus realistisch und denkbar. Und genau dann wäre es ja perfekt, wenn diesen Umbruch ein neuer Trainer angeht, der dann aber auch, wie man es in dem Verein eigentlich immer vorlebt, Konstanz reinbringen kann, lange im Amt ist und dann eben die neue Generation heranführen kann. Beziehungsweise das ist eigentlich das falsche Wort. Streich hat diese Generation schon perfekt herangeführt. Sie sind noch keine Stammspieler, aber sie sind auf jeden Fall da und haben das Potenzial, jetzt zum Stammspieler zu werden. Allen voran denke ich da an Noah Weishaupt, aber es gibt auch andere Spieler wie... Ein Merlin Röhl, ein Makengo, beispielsweise, oder auch Leihrückkehrer im Sommer, dann wie ein Wagner, und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und die ideale Besetzung meiner Meinung nach wäre eben Thomas Stamm, der U23-Trainer, bei dem ich mir letzten Sommer ohnehin gedacht habe: Okay, wieso bleibt er jetzt? Der hätte locker in die zweite Liga als Cheftrainer gehen können. Wahrscheinlich hat man ihm vielleicht den Cheftrainerposten in Aussicht gestellt. Wir wissen es noch nicht, wer Streichnachfolger werden wird, aber. Aber es hieß, man werde zeitnah einen Nachfolger verkünden. Dementsprechend ist es schon sehr naheliegend, dass es Stamm macht. Klar, aktuell steht man katastrophal da in der dritten Liga. Aber das ist halt vor allem eher der Transferpolitik und vor allem der fehlenden Kaderqualität zuzuschreiben, die man im vergangenen Sommer verloren hat. Er kennt natürlich genau diese jungen Spieler perfekt, hat diese alle mehr oder weniger hervorgebracht und könnte sie nun auch wie sich selbst in den Profibereich richtig heranführen und etablieren. Natürlich ist das eine sehr riskante Variante, aber genau das macht doch den Verein aus und das war ja Streich damals genauso. Der hat da auch nur Jugendmannschaften trainiert, wurde dann in die Bundesliga reingeworfen und es hat funktioniert, muss nicht heißen, dass es in dem Verlauf so sein wird, falls es so kommen sollte. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Es gibt auch Gerüchte über externe Nachfolger wie ein Hürzeler, was ich aber für unrealistisch halte, da St. Pauli wahrscheinlich aussteigen wird. Oder Lukas Gwasniok oder Urs Fischer, aber da bin ich allesamt nicht wirklich Freund davon. Aber schauen wir mal, was wird. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, was macht jetzt Christian Streich? Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der nochmal was anderes macht. Er hat ja auch mit dieser Meldung jetzt gesagt, dieser Verein ist mein Leben. Also das wäre für mich schon überraschend, wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das soweit meine Einschätzung zu dieser dennoch sehr traurigen Nachricht für den Verein. Das ist auf jeden Fall was, was man jetzt erstmal verdauen muss. Zum Abschluss sage ich nur, vielen Dank für alles, Christian Streich.